Freunde, herzlich willkommen wieder bei Nerd. Ich bin hier gerade bei Tim Kay, der ist auch Nerd und sammelt auch, hat auch sogar einen eigenen YouTube-Kanal. Könnt ihr schon mal vorbeigucken. Ihr seht ja, er sammelt Hot Toys-Figuren, alles Mögliche, da kann er sich selber drüber nochmal reden. Aber worum geht es hier natürlich heute? Um Infinity War. Wir haben den Spoiler-Talk, endlich, ja ein bisschen spät, ich weiß, aber wir haben es leider nicht vorher geschafft. Man hat ja auch andere Sachen noch im Leben, außer über irgendwelche Sachen zu faseln oder keine Ahnung. Wäre ja zu schön. Nee, aber Tim, der wir haben uns über Instagram, Facebook kennengelernt. Geil ist, stumpf ist wirklich, wir sind in der gleichen Stadt, ne? Also wir wohnen in der gleichen Stadt. Okay. Und ist auch so bekloppter, wie man hier sehen kann, wie ich, ne? Der auch alles sammelt und auch filmmäßig und so weiter, Steelbook. Finde ich ziemlich cool. Und wir waren dann, wie gesagt, auch zusammen halt im Kino gewesen, in Bremen, im CineSpace. Und das war sogar mit einer Laserprojektion und Dolby Atmos. Ja. Ich würde sagen, da kann man nicht viel mehr zu sagen. Das Kino war absolut Granate, Dolby Atmos war hundertprozentig. Die Atmosphäre war top, das Bild digital, man kann da absolut nichts gegen sagen. Ich war begeistert, man kann nichts anderes dazu sagen. Und wie Dennis schon sagte, wir sind in derselben Stadt. Wir sind auch damals in der Kneipenmeile immer mal aneinander vorbeigelaufen. Man hat sich trotzdem nie vernünftig kennengelernt und jetzt holen wir das mal nach. Da hat man halt zu viel getrunken. Genau. Prost. Cheers. Ja, so halt, ne? Hier. Wenn das jetzt blau wäre, würdest du Fortnite zocken. Ja, das stimmt. Das, ja. So, gut, wir fangen an mit dem Punkt Erwartungen. Was soll man dazu sagen? Was hatte man für Erwartungen? Man hatte Erwartungen auf einen Krieg, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist auch dabei rausgekommen. Also ich habe ja wirklich, ich war im Hype-Train, also ich war wirklich auf den, bin ich aufgestiegen. Auf jeden Fall. Habt ihr ja selber gemerkt, sehr viel auch darüber berichtet, Film-News-mäßig und so weiter. Und du warst sehr fleißig. Also ja, und ich habe auch wirklich alles noch gelesen, so ein bisschen Theorien und so weiter. Seit dem ersten Trailer habe ich Gänsehaut gehabt und die Erwartungen, muss ich ganz ehrlich sagen, die wurden erfüllt. Ich fand den Film ja, muss ich vorweg schon mal sagen, so als Marvel-Fan und als auch als sogar gesehen, als ja, so Filmkritiker würde ich sagen, trotzdem ein geiler Film. Absolut. Das kann ich vorweg schon nehmen. Absolut. Das ist natürlich so ein bisschen klar, wo man kann immer was finden, das müsst ihr mal so sagen. Wir nehmen es jetzt so ein bisschen aus, aber trotzdem, am Schluss gibt es natürlich das Fazit. Aber trotzdem ist das so ein Film, wo man sagen will, der hat alles. Der hat alles. Und wir werden nachher natürlich auch noch einen Punkt mit Hater, die kriegen nachher auch eigentlich die einen ab. Gerade von mir, da habe ich in letzter Zeit so Blutdruck gehabt, ne? Ja, das gibt es ja immer, ja. Die muss man ja auch haben, das geht auch nicht anders. Ja. Ja, die müssen wir eigentlich so einen Hulkbuster reinstecken und wegbeamen, ne? So, ja. Ja, egal. Gut, die Erwartungen bleibt hier schon, die wurden erfüllt. Absolut. Das fing an am Anfang schon und das hat auch bis zum Ende aufgehört. Ja. Und da kommen wir nämlich auch gleich schon die Storyline, das Drehbuch. So, jetzt sind wir natürlich beim Punkt Storyline, Drehbuch angelangt. Und das haben ja die beiden Regisseure gemacht, die beiden Brüder, Anthony und... Wie war jetzt? Anthony und Joe. Joe Russo, genau. Russo, ja. Die meisten Zeit sind die als die Russo Brothers bekannt, ja. Deswegen sagen wir die Vornamen nicht ganz geläufig, entschuldigt. Alles gut, ne? Aber die haben uns auch schön verarscht, auch auf ihren Instagram-Kanälen. Ich glaube, haben sie nicht sogar den auch gelöscht oder so, habe ich das irgendwann gehört, aber... Ich war der Meinung, ja. Ja. Ich war der Meinung. Die haben auch den, das mit, die haben mich auch verarscht hier mit, ne? Captain America vs. The Nomad. Ja, kann man immer noch deuten, aber trotzdem haben sie... Ich habe jetzt gedacht, dass wir auch so, könnte sein. Ich habe aber gesagt, 70%. Ne? Manche haben ja zu 99% gesagt, aber egal, gut. Das stimmt. Die haben aber gesagt, er wird nicht Nomad heißen, aber er wird die Essenz des Charakters haben. Von daher. Ist ja auch teilweise so passiert. Ne? Ihr wisst ja, das ist ein Spoiler-Talk. Nochmal letzte Chance. Wir werden ja auch mal ein bisschen spoilern. Ne? Das habe ich jetzt gar nicht mehr gesagt, aber es hat am Anfang hatte er auch keinen Spoiler-Attacke. So. Gut, okay, Storyline. Ne? Also man muss sagen, es ist eine lineare Story. Ja. Also es ist jetzt wirklich nicht, wo man sagt, mit sehr vielen Twists oder so weiter. Nee. Sind einige drin. Das Drehbuch stammt ja von Christopher Markus und Stephen McFeely. Die beiden haben auch schon vorher The First Avenger gemacht und Civil War. Ihr wisst, dass da schon sehr viel Charakterdichte mit drin spielt und Tiefe. Und der eine, der hat auch noch mal Narnia gemacht. Ja. Na gut, muss man jetzt nicht erwähnen, aber... Man muss aber dazu auch sagen, die Charakterdichte geht jetzt in diesem Film nicht unbedingt so ran. Das ist ein Punkt, der mir eingefallen ist. Mhm. Die haben die Geschichte von Captain America und Bucky zum Beispiel ziemlich abgeschlossen. Deswegen, also, kann man nicht anders sagen. Es geht um den Krieg. Viel zu viel Charakterausbau gibt es in dem Sinne nicht. Das meiste würde ich sagen Gamora, oder? Gamora und Thanos.
Ja, und wir fangen mal so kurz an. Wie gesagt, die haben es eigentlich sehr schlau gemacht, muss man mal sagen, für so einen Action-Superhelden-Film. Das ist ja, wenn ihr Thor 3 geguckt habt, Ragnarök oder natürlich Deutschen Tag der Entscheidung, bescheuert ist der Name überhaupt, ja. Aber da wisst ihr am Schluss, wenn ihr den Film geguckt habt, dass ja Asgard ist ja platt und ihr seht ja halt ein großes Kampfraumschiff. Und das ist natürlich Thanos seine Flotte mit der Black Order. Genau. Und wichtig natürlich die Post-Credit-Szene, wenn wir dann nochmal zu kommen. Ja, und das ist dann so, dass da alles anfängt. Ihr seht natürlich die ganzen Asgardianer oder die Asen, wie man sie auch nennen kann. Richtig. Sind ja tot fast die teilweise. Du siehst nur noch Thor und Loki. Thor, Loki, Heimdall und Hulk. Richtig, ja. Die und vier. Das fand ich nicht schlecht, dass sie da gleich angeschlossen sind zu dieser Szene. Genau. Man munkelt natürlich so, ja, wann trifft denn halt hier Thor auf die Guardians of the Galaxy? Aber das haben sie alles peu à peu aufgebaut. Und man sieht natürlich Thanos gleich sofort im. Ihr müsst vorstellen, es ging gleich mit Action los. Richtig. Es schließt nahtlos an Ragnarok an. Ja. Die haben nicht lange gezögert, nicht lange irgendwie rumgefasst, eine halbe Stunde. Die haben gleich Action gemacht. Ja. Und da hat auch gleich Thanos bewiesen mit der Black Order, wo der Hammer hängt. Ja. Ja, und dann gab es natürlich auch gleich den ersten Moment, was man nicht gedacht hätte. So ein bisschen Game of Thrones-Style, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mit dieser, wir lassen echt wichtige Charaktere über die Klippe springen, ja, über die Klinge springen. Richtig. Und das ist wirklich Loki. Das hätte ich nicht gedacht, dass er sofort da abgemoxt wird. Richtig. Und das ist dann immer weiter aufgebaut. Wir müssen jetzt ja nicht 10 Minuten über die Storyline reden. Aber trotzdem, ihr merkt schon, ihr habt den Film selber gesehen, dass sich immer langsam die Charaktere zusammengebaut haben. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und man muss sagen, so, wer mir sehr gut gefallen hat, ist Iron Man. Ja. Der war sehr starker Part. Absolut. Die Storyline, sei mal, um Gamora und Thanos, so diese Hintergrundstory, es ging ja so um den Antagonisten Thanos, fand ich auch sehr gut. Im Endeffekt hätten sie den Film Thanos nennen können. Eigentlich schon, ja, Thanos Game oder keine Ahnung, ja. Thanos Krieg, ne? Also fand ich sehr gut, dass sie nochmal den Planeten Titanen beleuchtet haben. Genau. Mein kleiner Mindfucking-Moment, natürlich klar, Vormir, der Planet Vormir. Ja. Ein alter Bekannter kam wieder. Genau, wer das gesehen hat, war vielleicht auch überrascht, der Red Skull war zurück. Ja. Man hat's gemunkelt, genau. Aber ich hätte es nicht gedacht, dass der wiederkommt. Als der Safekeeper des Soul Stones, ja. Man hätte es gedacht. Ja, und das ist so ein bisschen so, wo man sagen muss, klar ist da nicht vielleicht immer alles an Logik drin. Ne? Der Punkt kommt natürlich auch ein bisschen später. Aber trotzdem, es wurde alles in ein Jahr aufgebaut. Genau. Es wurden viele Sachen hinterstrahlt, also es wurden viele Sachen gezeigt. Nur, was natürlich, sagen wir mal, für viele schwierig ist, die Black Panther die Post-Credit nicht gesehen haben. Da sieht man ja, Bucky Barnes ist ja dann irgendwann in Wakanda. Richtig. Der Film an sich ist jetzt gar nicht so wichtig für diesen Kosmos. Klar, ein paar Charaktere ja zu wissen, weißt du ja selber, ne? Zum Beispiel. So, Shuri. Shuri auf jeden Fall, die macht ja einen wichtigen Part. Ist sie nicht die von The Walking Dead, die Schauspielerin Okobe? Richtig, Danai Gurira, die in Walking Dead Michonne gespielt hat, ja. Die spielt die Generälin, die Anführerin der Leibgarde von Black Panther, die ist relativ prominent auch wieder dabei. Ja. Ziemlich herzbrechender Moment zum Ende, muss ich sagen. Also ich habe auch böse geschluckt, als es dann dahin ging. Aber ich greife gerade ein bisschen vorweg. Ja, aber das kommen wir gleich noch zu. Genau. Aber wie ihr merkt, Storyline-mäßig kann man eigentlich nichts aussetzen. Nein. Es gibt immer welche, die meckern, aber drehbuchtechnisch, es war für mich immer noch Tiefe dabei gewesen. Absolut. Einigermaßen ein paar Charaktere, das sehen wir nachher nochmal, die wurden nicht so gut beleuchtet, sei jetzt gerade Captain America, war ein bisschen schwach, Bucky Barnes, verschwinde jetzt hier. Nein, aber das ist wirklich so, wo ich sagen würde, schade, aber da muss ich mal jetzt hier, weil er mich auch gefragt hatte, es fehlt ja ein paar Sachen, gerade so das mit Zander, der Kampf um Zander, wurde ein bisschen aufgerollt von Thanos. Genau. War schade, weil er hat ja dadurch den Power Stone bekommen, ne? Das ist richtig. Im Endeffekt hätten sie das ein bisschen beleuchten können, aber man hat in Guardians, hat man Xander gesehen und ich finde, Thanos hat sich den Stein geholt. Ja. Ja gut, ich muss überlegen, 200 Stunden geht ja der Streifen, das ist ja schon eine Wucht. Ja. Aber trotzdem, das hätte vielleicht noch sein müssen. Vielleicht kommt das ja, habe ich auch gehört, wieder eine Deleted Scenes. Ja. Ihr wisst ja, das ist ja so Geldmacherei, ne? So hier das Steelbook kaufen, das und das, aber naja. Das kann man dann mal zum Merch noch kommen. Richtig, aber, wie gesagt, das Panini-Comic, was ich ja letztens gemacht hatte als Review, das hat da die Sachen drin, so die vorwegkommen, wie die nach dem Civil War weitergeführt wurden, Wakanda wurde mir reingestellt, Doctor Strange.
Also den kann ich euch echt doch wärmstens ans Herz legen, den mal durchzugucken. Weil da sind einige Sachen drin, wo man denkt, wo kamen die jetzt plötzlich her? Genau. So, und das ist nicht schlecht. Gut. Dong, da würde ich sagen, Visual Effects. Das kann man sagen. Was soll man dazu sagen? Da kann man eigentlich... Also ich muss sagen, wer auf jeden Fall Who Stole the Show, wenn man das so schön sagt, das war Thanos. Ich glaube, besseren Effekt habe ich in noch keinem Marvel-Film vorher gesehen. Der war lebensecht, da war Mimik, war alles dran. Ich finde, die Effekte waren auch nicht übermacht. Es sah auch nicht wie teilweise, manche kritisieren in Black Panther, der dritte Akt, der war von den Effekten nicht ganz so toll. Kann ich nicht teilen. Aber durch die Bank weg, den Effekten, gebe ich eigentlich eine 10, würde ich sagen. Also... Wenn man das so nimmt, ne, viele haben ja das, wie gesagt, man kann immer was finden, was man rummeckert. Das stimmt. Und ich bin ja so einer, der auf Visual Effects CGI ja sehr steht. Ja. Und Thanos war wirklich sehr gut gemacht. Ja. Ihr wisst ja, das ist Josh Brolin, der ja auch den Cable in Deadpool spielt. Der hat ja vertrappert Disney und was. Ne, aber trotzdem, das ist so, wenn man die alle genommen hat, die ganzen Welten, diesen ganzen Planeten, Titan, das ist, fand ich, wirklich super geil gemacht. Also man muss Disney sagen, Disney hat das in dem Punkt wirklich drauf. Genau. So, wir haben ja einen Stift hier eigentlich. Aber das ist wirklich so, klar, man musste nicht vielleicht jedes Viech oder Black Order, hätte man auch eine Maske machen können. Viele waren natürlich jetzt einmal, siehst du hier, Proxima Midnight, ne? Richtig, genau. Ja, und sie hatte ja hatte ja auch CGI, wie ich das so gehört hatte. Mir ist das eigentlich gar nicht aufgefallen. Nein. Da haben so viele das bemängelt, dass das wohl nicht so gut aussah. Ich fand's gut. Das war so. Durch die Bank weg, finde ich, eigentlich überhaupt nicht gesehen. Die Charaktere waren mit den Visual Effects also komplett eigentlich super ins Bild. Also die ganze Black Order mit Ebony Maw und der Dwarf... Ich krieg die zwei der Namen immer hin. Und die sahen wirklich gut aus. Also man kann natürlich klar sagen, so vielleicht was... Aber wenn man sich schon bei The Walking Dead über irgendwelche Feuerbälle aufregt, dann muss man sich eigentlich auch nicht wundern, dass man sich da eigentlich nicht aufregen dürfte. So, und ich finde, wir sind uns beide einig, das kommt man nachher auf den Punkt noch 3D. Das ist wirklich so, wo man sagen muss, das hat ein rundes Paket gemacht, das haben sie hinbekommen. Ja. Und ich sage auch eine 10. Ja. Ja. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. So, jetzt kommen wir zum besten Merchandise. Das ist ein Part. Ne? Ihr wisst ja, ich kenne mich da auch aus mit Lego und so weiter. Aber ihr seht ja hier, er hat ja hier mega viel Merchandise. Ne? Hot Toys, hier der geile Hulkbuster. Den würde ich auch mal eben ins Bild halten, aber das Ding zieht 10 Kilo. Ihr seht auf meinem Kanal auf jeden Fall noch ein Unboxing. Das ist da schon drauf und auch ein Review. Das kommt auch. Kommen noch ein paar andere Sachen. Aber was Dennis schon sagt, Merchandise ist ausgerollt, nachdem die ersten Trailer kamen. Ging es dann auch los und letzte Woche bin ich schwach geworden. Ich habe dann ein bisschen Spaß gemacht auf meinem Instagram, habe gesagt, ich bin schwach geworden, ich habe mir einen zweiten Hulkbuster geholt. Ja, ich habe mir den Infinity War Lego Hulkbuster geholt. Schönes kleines Set und es ist eigentlich durch die Bank weg alles gekommen. Hot Toys hat auch mittlerweile schon eine riesen Bandbreite an Figuren angekündigt. Es ist Thor angekündigt, wo sie auch Spoiler gebracht haben. Die haben zum Beispiel dann direkt Stormbreaker gezeigt. Die haben gezeigt, dass Thor sein zweites Auge wieder haben wird. Captain America bzw. Nomad, den haben sie dann auch mittlerweile angekündigt. Wen haben die noch angekündigt? Den Hulkbuster 2.0 in der Power Pose Serie. Und das ging eigentlich durch sämtliche Bandbreiten. Also bei Toys R Us und auch bei Saturn und anderen Städten ist mittlerweile eine riesen Funko Pop Welle ausgerollt worden. Ja, Funko Pop, ne? Genau, richtig. Also, wo der Dennis in Toys R Us war, ja auch die kleinen Brickheads auch nochmal. Ja, die Brickheads, ja. Also was jetzt auch sehr viel Welle geschlagen hat, ist natürlich so Marvel Select. Genau. Der Thanos, der ging ja bei Disney Store richtig rund. Richtig, ganz rund, Infinity War Welle. $30 oder so, keine Ahnung. Dann ging er weg nachher bei eBay für $100. Genau, das ist exklusiv. Da mal aufpassen, wie gesagt, das habe ich auch so ein bisschen in den Comic-Gruppen gelesen. Ja. Die werden irgendwann vielleicht drüber kommen, glaube ich, die eher weniger. So, es sind natürlich sehr viel Marvel Legends. Die Frage ist immer, ihr wisst ja, ich mag nicht so gerne nicht so Marvel Legends. Von der Produktion her, von der Qualität und so weiter. Naja, ich will auch nicht sagen, es gibt auch teilweise von Hasbro auch gute Sachen. Das ist immer so eine Sache. Ihr wisst, man hat immer so seine Lieblingssachen. Genau. Diamond Select ist natürlich auch so ein Ding. Mag ich gerne, werde ich mir wahrscheinlich auch welche von holen. Ja. So, man kann sich jetzt nicht alles hier gönnen, wie er hier. Ne? Ich sag ja, habe ich vorhin gesagt. Hot Toys, Mann. Ich hab dieses Jahr noch andere Sachen, aber das wird jetzt hier den Rahmen wieder sprengen. Ne? Ja. Manchmal bin ich auch so ein kleiner nordischer Geiz halt. Na gut, okay. Also wir sagen jetzt hier die Merchandise.
Ne, Welle ist ausgerollt, klar, das ist wie Star Wars ein Franchise, genau. Marvel Cinematic Universe natürlich jetzt in diesem Fall. Genau. Die Comics, die waren ja schon immer da, gerade sogar die Comicwelle geht über. Ja. Das ist wirklich heftig. Ja. Es wird rauskommen, das ist, habe ich auch gesehen, über Panini kommen auch noch Sticker raus. Ja. Ist die Frage, 144 Sticker passen in diesen Album rein, muss man das haben, muss man das nicht haben? Nice to have, oder keine Ahnung, ja. Ne, aber trotzdem, man muss nicht jeden Scheiß haben, es gibt natürlich billige Krams, ne? Ich als Elternteil weiß das selber auch, feier das auch manchmal nicht so gerne, aber was willst du machen? Ne? Die Kleinen wollen ja auch gerne was haben. Das und die Leute wollen ihr Geld wieder reinhaben, ja. Muss man auch sagen, und ja. Man kann, glaube ich, alles in einem zusammenfassen, es ist für jeden Geldbeutel eigentlich was dabei. Ja. Gut, wir sagen, Merch ist abgeklärt, ich habe gemerkt, es gab sehr viel Merch, das wusstet ihr wahrscheinlich, aber genau. Ihr habt das nochmal ein bisschen gesehen hier, und das hat es nochmal erzählt. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Punkt Action. Yeah. Action war sehr viel da. Yeah. Guck, abgehakt. Action, muss man sagen, es gab sehr viele geile Kampfszenen. Absolut. Viele haben bemängelt, dass es sogar am Ende zu viel war. Naja, es war eine Invasion auf zwei Fronten. Auf Titan hat sich Thanos der eine Hälfte angenommen und hat sich den Stein, den Time Stone geholt. Und ja. In Wakanda gab es die riesen Outrider-Armee. Ich meine, ja. Das ist... Ganz ehrlich, der Film heißt Infinity War, ja, nicht Infinity-Diskussion, ja. Bitte euch. Also, viele haben auch gesagt, manche haben gesagt, es waren zu viele Dialoge drin. Kann man auch... Ich glaube, ich sag ja. Kommen wir zum Schluss. Ich werde dann wahrscheinlich Bluthochdruck haben. Genau. Action war mega viel drin. Ja. Ich fand es auch nicht zu viel. Es hätte sogar noch mehr sein können. Es war einfach, du hast geguckt... Wir beide so, was ist denn da? Weil einfach mal mega groß. Ne? Und genau. Das war einfach nur Wahnsinn. Das manche Szenen waren natürlich klar, da kommen wir nach Logikfehlern ja auch nicht manchmal so logisch, aber trotzdem, Action war da. Absolut. Also ich finde, man muss auch sagen, ich muss mal eben kurz in Richtung eines weiteren Punktes kurz gehen. Mhm. Die Action war extrem gut verteilt und die Dialoge waren auch sehr gut verteilt. Also ich muss sagen, dass ich über die Laufzeit nicht das Problem von Länge oder irgendwas hatte. Nö. Es war, ich habe mich immer gut unterhalten gefühlt und es gab keinerlei Probleme, dass man an einer Sekunde irgendwas vermisst hat. Nö. Also da müsste ich von Story nochmal sagen, ich finde, die hätten 3 Stunden eigentlich sogar voll machen können, dass man dann vielleicht noch auf andere Leute eingeht, noch ein bisschen mehr. Aber das geht dann wieder in Richtung Laufzeit und Storyline, das wollen wir nicht zu sehr vertiefen. Von daher, Action. Action, so, ne? Oder? Ja. Absolut. Gut, Action habt ihr gemerkt. Wie gesagt, war sehr gut. Daumen hoch. Ja. Jetzt kommen wir zum Punkt schauspielerische Leistungen, so Schauspieler. Ihr wisst, das ist kein Oscar-Film, ne? Also ihr wisst, dass ich auch Independent-Filme liebe und mag. Ich selber betitel mich auch als Cineast. Unterscheide aber zu gut gemachten Popcorn-Kino. Ja. Muss man Popcorn-Kino, ne? Okay, ist ja kein Popcorn-Kino. So, aber trotzdem, ich gehe auch nicht irgendwelchen philosophischen Sachen nach oder irgendwelchen. Ja, da knackt er schon mit den Händen. Da war schon ein bisschen abwechselnd. Ja, schauspielerisch war es, wie gesagt, sehr solide. Teilweise hat man gemerkt, wer es drauf hat, wer es nicht so gut drauf hat, wer auch dahin gehört. Ne? Also, wenn ich jetzt sage, ein Robert Downey Jr. als Iron Man, der hat doch die meisten Dialoge gehabt. Ja. Top. Ein Josh Brolin, der ja auch an einen Motion Capturing Anzug oder ja CGI ja steckte, top. Ne, so, das waren so die bisschen besseren, auch so mit Gamora und so weiter. Ja. So, wo man merkt, okay, ja, ich sag mal so, ne, Chris Hemsworth ist nicht so jetzt der, wo man sagen würde, das ist der ultralative hier Schauspieler. Ne? Nee. Er hat seine Momente, seinen Witz, so, die sind manchmal ein bisschen stumpf, aber trotzdem, das ist dann so ein bisschen. Ja, der macht das auch gut, aber das, ihr merkt, dass die bessere, die könnten auch andere Filme spielen, die heben sich ab. So, und das muss man ganz ehrlich sagen, ne? Ja, man muss im Effekt sagen, aber finde ich ehrlich gesagt, dass Chris Hemsworth seit Ragnarök besser ist. Die haben die Eigenschaft von Hemsworth genommen, dass er so ein witziger Typ ist. Ja. Das haben viele kritisiert bei Ragnarök allein schon, dass er zu lustig war. Ja. Aber ich finde, die haben es für diesen Film gelevelt und ich war eigentlich auch sehr begeistert. Ich fand es. Weiß ich nicht, ich wäre zum Beispiel mit der Schauspielart und Weise von Paul Bettany in dem Film nicht so ganz warm. Ja, der ist ja schon so ein bisschen so introvertiert. So, genau. Ne, ja, also stimmt, das, wenn man das so nimmt, das habe ich jetzt auch gar nicht so wahrgenommen. Da hat er recht. Ne? Paul Bettany spielt sehr
der hat auch nicht so viel Screentime, ne? Nee. Und der spielt da schon ein bisschen arg, ne? Ja, muss ja. Ein bisschen sehr melancholisch, ein bisschen, was Dennis gerade sagte, introvertiert. Generell so ein bisschen, das kommt ja auch nachher so mit Charakteren, wenig Screentime hatte ja auch Bucky Barnes, ne? Der war auch nicht so stark in diesem Teil. Nee. Und Black Panther, das war auch so ein bisschen. Aber das kann man Schauspieler ja gar nicht bewerten, weil sie hier fast kaum vorkamen, ne? Das ist das Leveling mit den 66 Charakteren, die müssen das in 2,5 Stunden machen. Wer natürlich sehr stark auch, und der mir auch sehr gut wieder mal gefallen hat, als Doctor Strange, Benedict Cumberbatch, ne? Der war, boah, das Casting, also, super. Also würde ich so, würde ich, wenn man sagen kann, für die Besten in diesem Film, Josh Brolin, ja, ne? Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch. Absolut. Das war die anderen, Zoe Saldana als Gamora, ja, ganz okay, ne? Aber die Schlechter sind natürlich so Dave Bautista als Drax, ne? Ja, so. der hat seine Rolle gefunden, aber ja. Es ist ja, das ist natürlich lustig, ja, ich mag den Humor, ne? Ja. Aber hat ja sogar Vin Diesel als Rocket ja eher noch mehr, sag mal... Groot. Ja, Groot. Wie war das nochmal? Bradley Cooper, ja, das hab ich gerade verwechselt, ja. Auf jeden Fall, das spielt hier schon besser, ja, gut, wenn man schlechter als gut ist, dann müsste man sich das überlegen. Nee, aber trotzdem, gut. Dann sollte man vielleicht zu Burger King an die Kasse gehen. Richtig, ja, aber Schauspieler schmeckt ja schon, da gab es doch fünf ganz schön Unterschiede. Richtig. Die ihr Können zeigen konnten, manche halt dann nicht so. Gut. Wir kommen jetzt nochmal zur letzten Kategorie in meinem Teil, nämlich Schnitt und Sound. Schnitt, sehr modern, ja. Sehr, sag mal, viel rumswitchen. Sehr aber auf, sag mal, wie soll man das so benennen, auch Close-Up dabei, dramatische Szenen, gerade am Schluss waren natürlich sehr dramatische Szenen, einmal raufgehalten, ja. Man hat da wirklich gehangen und hat gesagt, wow. Ne? Es war alles mit dabei, man muss sagen, in den Action-Szenen, da war es schnell geschnitten, aber in den wichtigen Szenen für Effekte wurde auf alles richtig draufgehalten, in den dramatischen wurde rausgezoomt, beziehungsweise gepannt, also die haben das volle Feuerwerk eigentlich abgefeuert. Aber ich muss aber sagen, ne, du hast ja selber Justice League auch gesehen. Ja. Ich fand den aber jetzt nicht so schnell geschnitten wie bei Justice League, dass man gesagt hatte, es ist so und so und so und so. Nee. Ne? Justice League war aber auch sowieso ein Bastelstück an sich, finde ich ehrlich gesagt. Und man hat auch nicht so viel nachsaturiert. Also alles in allem ist Avengers Infinity War ein kompletteres Paket als Justice League. Tut mir leid. Ich bin eigentlich ein Justice League Fanboy und ich finde Justice League haben sie versaut. Schnitt bei Avengers Infinity War. Top. Also ich fand nichts zu schnell, nichts überladen, ja. Man hat was verloren, gar nicht. Also, wie gesagt, es gab ruhige Momente, die haben sie gut geschnitten, dann kam umgeschwenkt. Ich habe mich sogar einmal erschrocken, Leute. Das kommt überhaupt lange nicht vor. Wo hast du dich denn erschrocken? Wo Proxima Midnight kam, oder der Dwarf von hinten, wo sie Dings erstochen haben. Muschen. Stimmt. Das war ein Moment, wo ich dachte, wow! Nee, aber auch Dolby Atmos, ne? Da muss man auch nochmal bedenken, da kriegst du auch Gänsehaut. Ja. Aber ich habe mich einmal sowas von verjagt und das kommt bei mir wirklich nirgends eigentlich mehr vor. Ich bin so abgehärtet durch die ganzen Filme und Horrorfilme. Das stimmt. Ich habe mich wirklich verjagt. Ja. Aber trotzdem, so wirklich Momente, Sound, Leute, immer Dolby Atmos. Auf jeden Fall, wenn ihr die Chance habt, Dolby Atmos. Ja, deswegen kommen wir auch zum Punkt Sound, Dolby Atmos, der Sound, die Musik. Die untermalte Musik, genau. Fand ich gut. Die Musik war wie beim ersten Avengers von Alan Silvestri. Der hatte ja auch unter anderem Back to the Future gemacht. Und auch der Flug des Navigators von ihm. Achso, das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, das ist hier, ne? So, und der hat auch bei Avengers Age of Ultron mitgemacht. Sein Team wurde wieder genutzt. Allerdings hat er mit Danny Elfman dabei zusammengearbeitet. Hierbei war das ein rein Kultur Alan Silvestri. Und Soundtrack war... ziemlich perfekt. Ich habe mir den Soundtrack letztens angehört. Ich werde mir den wohl zulegen. Und ansonsten die Effekte. Also alles hatte Wumms. Dolby Atmos, was Dennis schon sagte. Mhm. Gut abgemischt. Man, Effekte, wie man es kennt auch. Die Repulsor von Tony hatten dasselbe Geräusch. Blitze. Die haben auf das volle Effektfeuerwerk zurückgegriffen, was sie vorher hatten. Und das funktioniert. Das war alles Wumms. Die hatten sogar Easter Egg. Hast du das mal gehört? Das ist eine Raumschiff. Mir kam das so vor, dass das ein bisschen ja von Star Wars. Meinst du? Dieses bisschen, wo das eine abgehoben ist, das eine, ja, dieses Raumschiff von Thanos oder was das da sein soll. Dieses Runde. Das hörte sich so ein, bisschen Star Wars mäßig an. Richtung Millennium Falcon oder eher TIE Fighter? So Millennium Falcon oder TIE Fighter? Ja, keine Ahnung. Ich kann das ja nicht mehr. Müssen wir nochmal zweiten Mal noch angucken, den Film. Das können wir ja auch noch machen. Ja. Das möchte ich noch mal kurz einstreuen, wegen Merchandise. Kurz zurück.
Die Blu-ray könnt ihr mittlerweile schon vorbestellen. Das Steelbook ist in der Limited Edition auf Amazon auch schon mittlerweile, gibt sogar in der Bonus-Disc. Von daher, mit den Deleted Scenes, was Dennis sagt, wird wahrscheinlich eigentlich jetzt auch nichts zukommen. Können wir nochmal reinhören dann. Gut, aber wie gesagt, im Sound so, ich fand das ganz okay. Du fandst es perfekt, ich fand es ganz okay. Ist trotzdem immer noch über 9. Ne? Also ich habe da noch ein bisschen so, wenn ich andere Sachen wie Dunkirk noch so nehme, das ist schon doch ein bisschen besser. Kann man auch eigentlich fast so nicht vergleichen, weil es ein Actionfilm ist, aber trotzdem, es gibt so wie bei Logan und so weiter, man kann das schon damit vergleichen, in einem guten Moment haben die schon gute Sachen genommen, dramatische Musik, das war schon gut. Ja. Ne? Wie gesagt, es wäre aber keine 10 bei mir, es war so eine 9,5. Ne, also Guardians, die hatten ja auch viele mit Retro-Faktor-mäßige Musik drin. Das stimmt. Man muss sagen, Guardians hat das noch ein bisschen besser gemacht. Trotzdem, wie gesagt, sehr gut. Ne? Auf jeden Fall. So Leute, das waren jetzt mal eben 7 Punkte. 7 Punkte auf meiner Liste auf Teil 1. Jetzt ist mal eben gerade Schluss. Ja, ihr merkt kein Fazit, ne? So ein Scheiß. Haha, was haben wir denn vor? Wie gesagt, den zweiten Teil seht ihr jetzt bei Tim K. Genau. In der Videobeschreibung ist das hier drin. In der Endcard ist er drin. Und sucht ihr mal, geht ihr mal rauf und lasst doch mal ein Abo da, ein Like für das nächste Video. Würde mich freuen. Scheißt hinzu, sagt Hashtag NerdSquad, ne? Und ja, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, ein Like geben. Dislike wird hier, ne? Dislike. Kommt Thanos vorbei. Dislike wird disliked. Ja, dislike wird disliked, ja. Abonnieren, habe ich ja schon gesagt. Okay, würde ich sagen, Leute, ne? Bis dann, schauen. Ich komme mal hier an, bam!